Hallo liebe Kryptofreunde, hier ist euer BT, euer Bitcoin Trading Informant, heute euer XRP Ripple Trading Informant. Was geht denn hier so ab, Leute? Achtung, eines ganz wichtig vorweg, ich habe eine Long-Position gestartet. Gleich das Update dazu, warum, wieso, weshalb. Und ganz wichtig auch vorweg, ganz wichtiger Termin für Ripple. Und zwar ist das die Gerichtsverhandlung zwischen SEC und Ripple. Der wurde nämlich für den 23. April, oder diese Verhandlung eigentlich, wurde für den 23. April 2024 angesetzt. Und das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiges Thema, das wir uns dann auch noch gleich ein bisschen anschauen. Zumindest auch diesen Termin werden wir uns genauer anschauen. Aber jetzt mal ein kurzes Update. Warum habe ich hier eine Long-Position gestartet? Ich möchte, und ich weiß, dass Ripple eigentlich in letzter Zeit nicht so gut gelaufen ist wie Bitcoin und viele andere Coins. Wir haben hier nicht so schöne Bewegungen gehabt, aber trotz allem bin ich mir sicher, dass da hier was gehen könnte. Und genau deswegen habe ich diese Position gestartet. Wir sehen jetzt nämlich gerade im Stundenchart ein wunderschönes Inverse Shoulder Head Shoulder Pattern. Wie schaut das Ganze aus? Ich zeige es euch. Wir hatten hier die linke Schulter, wir haben hier den Kopf und die rechte Schulter ist so ein bisschen komisch, bin mir nicht ganz so sicher. Aber ich glaube mal, dass wir das so machen könnten. Dann haben wir hier eine Linie, das ist diese Trendlinie. Und die haben wir jetzt mal nach oben durchbrochen, bestätigt mit den Kerzen. Nochmal angetestet gerade. Und jetzt ist die Frage, ob wir hier nach oben ausbrechen können. Ich habe diese Long-Position aber nicht gemacht aufgrund dieser Inverse Shoulder Head Shoulder, sondern es hat einen anderen Grund. Ich habe diese Long-Position gemacht, weil ich im 4-Stunden-Chart bei den Indikatoren, wenn wir uns den RSI anschauen, den Relative Strength Index, da ist er. Wir hatten hier einen überverkauften Bereich hier unten, hatten den ersten hier unten, dann nochmal nach oben, dann nochmal angetestet die 0236 Fibonacci bei 54 Cent hier und dann nach oben. Das heißt, meine Long-Position, die liegt hier irgendwo unter 54 Cent und da bin ich reingegangen. Jetzt mittlerweile sind wir bei 55 Cent, schön, okay, habe jetzt natürlich mein Stop-Loss ein bisschen nachgezogen, dass ich auf jeden Fall, auch wenn es weiter runtergehen sollte, was immer sein kann, mit einem nicht jetzt Gewinn aussteigen würde, aber meine Trading-Kosten, meine Gebühr, all das ist dann drinnen und es ist dann eine Nuller-Partie. Also es ist jetzt nichts passiert, wenn es wirklich wieder runtergeht. Es könnte nämlich schon noch sein, dass wir noch weiter runtergehen, das zeige ich euch gleich. Aber jetzt mal dazu, Shoulder Head Shoulder, wir gehen nochmal kurz in den Stundenchart hinein. Und das sehen wir jetzt schön, diese Shoulder-Head-Shoulder-Geschichte. Und ihr wisst ja, die hat auch immer ein Ziel, diese Shoulder-Head-Shoulder-Geschichte, wenn die nach oben ausbricht. Das kann man ganz gut eruieren, wenn man hier von dem Spike von unten eine Linie nach oben zieht, und zwar genau immer auf die Trendlinie rauf. Dann kann man diese Linie hier versetzen und Richtung nach oben, weil eine Inverse-Shoulder-Head-Shoulder immer nach oben ausbricht, meistens nach oben ausbricht. Und der Ausbruchspunkt hier war hier. Das heißt, wir haben jetzt ein Ziel nach oben. Nur wenn wir uns diese Inverse Shoulder Head Shoulder anschauen. Und dieses Ziel hier oben liegt hier bei 58,4 Cent. Das heißt, für unsere Long-Position hier ist das hier mal ein grobes Ziel nach oben, wo wir schön Gewinne wieder mitnehmen könnten. Was ist jetzt noch ganz wichtig? Wir haben, oder besser gesagt hatten, diese grüne Linie hier. Grün ist nicht richtig. Immer die richtigen Farben merken. Rot ist nämlich ein fetter Widerstand gewesen hier. Von Januar, vom 11. Januar weg, ging diese Linie runter und wir konnten sie jetzt endlich nach oben durchbrechen. Auch das ist eine Bestätigung für meine Long-Position. Was ist noch eine Bestätigung? Die 0236 Fibonacci wurde jetzt ein paar Mal bestätigt als Boden und wir gehen momentan darüber. Auch das ist eine schöne Bestätigung. Also wir haben ja einige Bestätigungen, die sind ganz schön und ganz nett. Natürlich nicht vergessen, Stop-Loss setzen immer wieder, das ist ganz wichtig. Habe ich natürlich gemacht, um hier nicht Verluste einzufahren, denn natürlich momentan in diesen Zeiten ist ja alles möglich. Wir müssen uns nach unten hin immer wieder absichern. Jetzt haben wir noch etwas. Wenn wir ein bisschen weiter rausgehen, ein bisschen weiter rauszoomen, was sehen wir hier? Die nächste Fibonacci hier oben, die 0382 Fibonacci, die liegt bei knapp 62 Cent. Das ist so das übergeordnete Ziel für mich da oben, weil auch hier ein fetter Widerstand liegt. Ihr seht es mal, diese Fibonacci hat eine super Wertigkeit. Da hatten wir extrem viele Fights hier in dem Bereich. Und da sind wir jetzt momentan, wenn wir nochmal hochkommen sollten, als übergeordnetes Ziel mal hier. Da würde ich natürlich Fettgewinne rausnehmen. Jetzt ist noch etwas, wir haben ein kleines Dreieck, das müssen wir beobachten. Das ist dieses Dreieck hier, das sehen wir uns im Stundenchart an. Wenn wir ein bisschen weiter rausgehen in den 4-Stunden-Chart, sehen wir ein noch größeres Dreieck.
Und das ist das hier. Dieses fette Dreieck kommt vom Hoch hier von oben runter. Das hatten wir im Juli, diese Linie, und kommt von unten rauf. Und zwar überhaupt vom Januar 23. Eine Jahreslinie. Das ist der Jahressupport. Hier einmal rauf gestartet, hier wieder rauf, nicht ganz hier. Hier nochmal rauf, super bestätigt. Also diese Linie hat eine super Wertigkeit. Das würde bedeuten, übergeordnet, großes Dreieck. Das heißt, wir haben auch noch Potenzial und deswegen sichere ich mich immer, 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 immer wieder ab, hier nochmal runterzukommen. Vielleicht sogar nochmal hier runterzukommen oder eben hier runterzukommen, unter die 0236 Fibonacci. Und dann wären wir irgendwo vielleicht bei 53 Cent darunter oder vielleicht sogar hier irgendwo darunter bei 51 Cent. Das sind so die ganz wichtigen Punkte, um eine Long-Position jetzt aufzubauen in diesem Dreieck, damit, falls im April alles gut geht mit der SEC und so weiter und so fort, dieser große Run, der hier passieren könnte, um diesen mitnehmen zu können. Nicht vergessen aber, auch ganz wichtig, übergeordnet mal drauf zu schauen, was ist denn bei Ripple so los im Tageschart? Was sehen wir denn hier, wenn wir uns den RSI anschauen? Was sehen wir denn hier, wenn wir uns den MACD anschauen? Natürlich hier mal unsere Fibonacci, die lassen wir mal außen vor, aber RSI im Tageschart. Und der ist gar nicht mal so schlecht für eine Long-Position. Schaut mal hier. Wir hatten einen großen Spike hier nach unten, aber noch nicht überverkauft. Hier nochmal einen. Das heißt, wir steigen schon mal. Wir bauen hier höhere Tiefs hier. Das ist schon mal eine gute Geschichte. Sind aber, und das ist wichtig, noch immer unter der gelben Linie. Da müssen wir unbedingt wieder drüber im Tageschart. Jetzt schauen wir uns noch was an und das ist der Wochenchart. Und der Wochenchart, der sagt uns aus, okay, wir hatten unser Hoch da oben. Sind runter unter die gelbe Linie, nochmal drüber, M-Pattern runter, M-Pattern komplett ausgespielt und da sind wir momentan. Eigentlich hier recht unspektakulär, wenn wir uns das so anschauen. Wir sind irgendwo hier bei 48 Punkten, irgendwo in der Mitte von dem Ganzen, da kann jetzt wirklich alles passieren. Und das ist immer wieder gut, sich mal das Ganze vor Auge zu halten, ein bisschen übergeordnet reinzuschauen in die ganze Geschichte, in die ganze Materie. Also, das hier nun mal ganz kurz zu meiner Long-Position. Und natürlich, wir werden uns jetzt eines vor Augen halten müssen, was passiert im April. Und da möchte ich mit euch ganz kurz noch eines anschauen. Und zwar schauen wir uns jetzt dazu mal eines an. Schauen wir mal auf Coin Codex. Wir sehen hier unter den Trending Coins ist hier Solana Nummer 1. Ja, aber dann kommt schon XRP, danach der BNB. XRP, Trending Coin Nummer 2. Hier unten war unser Spike, wo wir uns eingekauft haben. Und schauen wir uns jetzt mal an das Ganze in der Prediction. Die Prediction ist deswegen auch interessant, weil, schaut euch das hier mal an, die 5-Tages-Prediction uns jetzt einen schönen Run nach oben voraussagen würde auf 75 Cent, die Monats-Prediction 58 und danach die 3 Monats wieder 57 und die 6-Monats-Prediction 1,50. Die Jahres-Prediction, wir gehen da sogar weiter hoch noch auf 1,70 und die Jahres-Prediction hier, überhaupt sehe ich gar nicht hier in dem Bereich, aber die nicht ganz so toll auf 1,21 gehen soll. Also, die sagt uns eigentlich voraus gar nicht mal so schlecht. Eines dürfen wir aber nicht übersehen, wir sehen auch einen Absturz hier auf 35 Cent. Also, deswegen immer wieder unsere Long-Positionen nach unten absichern. Schauen wir uns das Ganze an. Im April, wenn das Ganze jetzt wirklich im April stattfinden sollte, gehen die Jungs hier eigentlich davon aus, im April hier irgendwo 3-Monats-Prediction. Okay, dass es im Vorfeld zu dieser Verhandlung nach unten geht, die gehen davon aus, dass Ripple gewinnt und danach gibt es eine Preisexplosion. Und da unten wäre dann der perfekte Einstieg bei 34 Cent, wenn wir uns an Coin Codex halten würden. Sentiment ist bearish, wir sind mit Greed, mit Gier im Markt nach wie vor. Und wenn wir uns die Jahresverläufe ein bisschen anschauen, die schauen gar nicht mal so toll aus. Wir sehen hier so maximal so hier 1,70 heuer noch, dann schaut es nicht mehr ganz gut aus, muss ich sagen. 2030, 1,80. Also, tja. Heuer, besser gesagt nächstes Jahr, sollten wir vielleicht nochmal die 1,70 sehen. Aber viel passiert hier laut Coin Codex nicht mehr. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Und eines müssen wir uns festhalten, das ist, wie gesagt, dieses wichtige Datum, was ich euch schon genannt habe. Das ist der April und zwar ist das ganz, ganz genau. Und nochmal aufnotieren, 23. April, da werden wir sehen, wo die Reise hingeht. Ich halte euch auf jeden Fall mit meinem Trade mit meiner Long-Position hier auf den Laufenden, mit meiner Inverse Shoulder Head Shoulder und werde euch in den nächsten Tag zeigen, ob das Ganze gut gegangen ist oder auch nicht. Zeige euch natürlich auch das Negative. Okay, Freunde, das war's wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kein finanzieller Ratschlag. Natürlich nicht. Nicht vergessen, schaut auf meinen Livestream, live 24 Stunden, 7 Tage die Woche auf YouTube und auf Twitch. Das ist der Bitcoin Trading Informant und da seht ihr alles, was ihr braucht und noch viel mehr.
Also macht es gut, tschüss und ciao, euer Bitty.